Lange, lange Zeit haben wir uns gefreut, WandaVision noch letztes Jahr zu sehen. Und auch wenn es eigentlich abzusehen war, stand der Termin dann jetzt für die Erstausstrahlung erst diese Woche am 15. Januar. Wir haben jetzt also noch ein paar Tage Zeit, um uns auf die nächste Serie auf Disney Plus vorzubereiten. Zum Beispiel mit diesem Video, in welchem wir uns die Beziehung zwischen Wanda und Vision einmal genauer ansehen. Ich bin Luke, das ist eine neue Folge Academy of Nerd Factory und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Da wir noch nicht wirklich viel über die richtige Handlung der Serie wissen und nicht einmal eine grobe Ahnung haben, warum Wanda und Vision jetzt dort sind, wo sie sind, schauen wir uns heute mal das an, worüber sich einiges herausfinden lässt, die Beziehung der beiden. Und darüber können wir einiges sagen, denn die war nicht unbedingt einfach. Und dabei meine ich noch nicht mal die, die wir bald in der Serie miterleben können, beziehungsweise in den Filmen schon gesehen haben, auch wenn in dieser ebenfalls nicht alles unbedingt rund gelaufen ist. Denn in den Comics standen die beiden bereits vor ganz anderen, noch deutlich schlimmeren Beziehungsproblemen. Um diese aber in ihrem vollen Maße verstehen zu können, müssen wir einmal an die Anfänge zurückkehren, also ganz an den Anfang, zu den ersten Auftritten beider Figuren. Wanda kam zum allerersten Mal in der 4. Ausgabe der X-Men-Comics vor. Damals waren sie und ihr Bruder Quicksilver noch die Kinder von Magneto und besaßen ihre Kräfte von Geburt an. Erst einige Jahre später änderte man ihre Vorgeschichte dahingehend, dass der High Evolutionary Experimente mit ihnen durchführte und beide ihre Kräfte quasi dadurch erhielt. Vision wurde erstmals in der 57. Ausgabe der Avengers vorgestellt, genau wie wir es schon im Film gesehen haben, wurde er auch hier in den Comics von Ultron erschaffen und recht schnell von den Avengers überzeugt, sich eben ihnen anzuschließen. Beziehungsweise war es Visions freier Wille, durch welchen er sich den Helden anschließen wollte. Ein wichtiges Detail für das unübliche Liebespaar hat es aber nicht aus den Comics in die Filme geschafft, denn Visions Gehirn wurde ursprünglich aus Teilen des Gehirns vom totgeglaubten Wonder Man zusammengesetzt. Merkt euch das, das ist nochmal wichtig. Während der Einsätze der Avengers lernten sich die beiden kennen und verliebten sich schließlich ineinander. Die ab 1985 erschienene Sonderausgabe The Vision and the Scarlet Witch könnte dann wiederum eine Inspiration für diese neue Serie jetzt gewesen sein. Denn in der 12-teiligen Spezialreihe wurde nämlich das Privatleben der beiden etwas stärker beleuchtet und unter anderem ihr Wohnort in einer kleinen Vorstadt gezeigt. Einer der wichtigsten Punkte der Hefte lag aber ohne Frage in der Geburt der Kinder von Wanda und Vision. Und das, obwohl es diese eigentlich gar nicht geben sollte. Immortus, eine der vielen Formen von Nathaniel Richards bzw. Kang the Conqueror, sollte im Auftrag der Timekeeper nämlich verhindern, dass Wanda jemals Kinder bekommt. Die Timekeeper hatten sie als ein Nexus-Being ausgemacht. Bei diesen handelte es sich um seltene, aber enorm mächtige Individuen, die im Einzelnen auch nur Nexus genannt werden. Jeder Nexus ist ein Schlüsselstein für das Multiversum. Sie sind entscheidend für die Stabilität sowie das Fortbestehen dieses. Daher werden sie auch von der TVA, also quasi der Zeitpolizei, und den Timekeepern mit besonderer Aufmerksamkeit überwacht. Denn auch wenn die Fähigkeiten jedes Nexus einzigartig für ihn oder sie sind, besitzen alle über das Multiversum verteilt die Macht, die eigene Realität zu verändern. Wenn sie das in einem zu großen Maße tun, nehmen sie allerdings auch direkten Einfluss auf die universellen Zeitströme und können potenziell für den Zusammenbruch des gesamten Multiversums sorgen. Doch nicht nur sie selbst sind enorm mächtig, auch ihre Nachkommen können enorme Kräfte entwickeln. Und genau das haben die Timekeeper bei Wanda und Vision vorhergesehen. Die Kinder der beiden stellten eine Gefahr für den gesamten Kosmos und das Multiversum dar. Sie wären stark genug gewesen, sogar die größten Mächte, zu denen unter anderem auch die Phoenix Force gehört, zu besiegen. Deshalb forderten sie Immortus auf, Scarlet Witch auf der Stelle zu töten. In seinen Augen war eine subtile Herangehensweise aber hier erfolgsversprechender. Er wollte sie durch verschiedene Ereignisse so manipulieren und so verhindern, dass sie jemals Kinder bekäme. Vor allem wollte er sie und ihre Fähigkeiten dazu nutzen, die Zeiten, die bereits unter seiner Herrschaft standen, zu seinen Gunsten zu manipulieren, denn Kang the Conqueror, Zeiteroberer. Trotz aller Anstrengungen schaffte er es allerdings nicht, die Geburt von Wandas Kindern zu verhindern. Ihr Wunsch war so groß, dass sie ihre Magie nutzte, um die Zwillinge Tommy und Billy zur Welt zu bringen. Das Glück sollte allerdings nicht lange halten, denn Immortus verfolgte seinen Plan noch weiter. Von ihm manipulierte Agenten der amerikanischen Regierung entführten Vision und nahmen ihn komplett auseinander. Also wortwörtlich, die haben den quasi mitgenommen und dann auseinandergeschraubt, die Haut abgezogen und sein gesamtes Innenleben herausgeholt. Wenn ihr jetzt auch gerade mega hyped seid wegen WandaVision und die Serie jetzt mit mir zusammen verfolgen werdet und auch wöchentlich die Recaps jeden Montag um 17 Uhr übrigens zu der Serie anschauen wollt und gucken wollt, wie viele Parallelen wir zu dieser Story, die ich gerade erzähle, haben, dann macht das doch im richtigen Outfit, nämlich diesem T-Shirt hier, was es jetzt auf meinem Merch-Shop
zu kaufen gibt. Das Ding ist nur bis zum Ende der Serie verfügbar und verschwindet dann für immer aus dem Shop. Also schlagt jetzt zu, wenn ihr Wanda und Vision oder Wanda Vision Fans seid oder Marvel-Fans generell und unterstützt mich gleich noch damit und habt eben was Cooles zum Anziehen. Solche Designs wird es zu jeder Serie geben, immer im Lauf der Serie und danach werden sie aus dem Shop verschwinden. Also holt euch doch jetzt direkt das hier und schaut dann, was sonst noch im Laufe des Jahres rauskommt. Jetzt geht's aber wieder zurück zur Story von Wanda und Vision. Die Avengers schafften es zwar, ihn zu retten und von Hank Pym so gut es ging, wieder zusammensetzen zu lassen, doch es gab ein ganz anderes Problem hierbei. Simon Williams. Ich habe euch ja bereits am Anfang des Videos gesagt, dass Gehirnteile des totgeglaubten Wondermans hier genutzt wurden, um Visions Gehirn zu erschaffen. Simon Williams, der Mann unter der Maske von Wonderman, war allerdings überhaupt nicht tot. Er befand sich nur für sehr lange Zeit in einem sehr harten Koma und war mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes wieder unter die Lebenden zurückgekehrt. Diesmal war er jedoch nicht dazu bereit, erneut Proben für den Synthezoiden Vision bereitzustellen. Diese wären aber nötig, damit Vision etwas hatte, worin sich seine Emotionen manifestieren konnten. Für Simon fühlte es sich jedoch schon beim ersten Mal so an, als hätte man ihm einen Teil seiner Seele herausgerissen. Obwohl er selbst Gefühle für Wanda entwickelt hatte und sich deshalb schlecht fühlte, Vision den Zugang zu Emotionen zu verwehren, hatte er eine Rechtfertigung für sein verneinendes Vorhaben. Denn in seinen Augen war Vision nie wirklich mehr gewesen als eine Kopie von ihm. Einige andere Avengers stimmten ihm auch in dieser Ansicht zu und so wurde Vision als farb- und emotionsloser Synthezoid wieder zusammengesetzt in seiner weißen Form. Ohne die Emotionen. Doch damit hörten die Probleme der beiden natürlich nicht auf. Schon durch die fehlenden Emotionen von Vision begann ihre Beziehung zu bröckeln. Besonders schlimm wurde es jedoch, als sich die wahre Herkunft von Wandas Kindern herausstellte. Denn in ihrem nicht zu unterdrückenden Wunsch, eine Familie zu gründen, hatte sie ihre Energie unwissentlich aus Teilen der Seele Mephistos gezogen, die kurz vor der Geburt der Zwillinge von Franklin Richards zerschmettert worden war. Als Mephisto, ein großer Avengers-Gegner, falls ihr den nicht kennt, die Teile seiner Seele wieder zurück haben wollte und absorbierte, tötete er damit die Kinder von Wanda und Vision. Wanda erlitt ihren ersten schweren mentalen Zusammenbruch, der sich noch eine ganze Weile hinziehen sollte. Zwar wurden ihre Erinnerungen an die beiden mit einem Zauber gelöscht, kamen jedoch später immer wieder hoch. Wanda entschied sich schlichtweg, diese Gefühle einfach zu unterdrücken. Sie und ihr Mann hatten sich mittlerweile bereits so weit voneinander entfernt, dass sie nicht einmal mehr zusammen in einem Team arbeiten konnten. Beide schlossen sich unterschiedlichen Gruppen der Avengers an. Dafür näherten sich Wanda und Wonder Man immer weiter aneinander an. Keine große Überraschung, wenn man bedenkt, dass eben ein Teil von Visions Gehirn quasi aus dem Kopf von Simon Williams überhaupt kam. Parallel dazu entwickelte Vision jedoch erneut die Fähigkeit, wieder Emotionen zu erfinden. Denn ihm wurden Gehirnzellen eines verstorbenen Wissenschaftlers Alex Lipton eingesetzt. Ein neuer Annäherungsversuch seinerseits schlug allerdings ins Leere. Wandas Verlust der Zwillinge setzte ihr immer noch zu sehr zu. So sehr, dass sie schließlich das Raumzeitkontinuum in Stücke riss und es zu dem Event kam, das wir auch schon mehrere Mal auf diesem Kanal erklärt und angesprochen haben, das House of M. Ganz nebenbei angemerkt war das House of M ein enorm wichtiges Comic-Crossover-Event zwischen den Avengers und den X-Men. Also je nachdem, was uns letztlich in der Serie erwartet, könnte es sein, dass uns bald eben erste Hinweise auf die Einführung der X-Men im MCU hier gegeben werden können, startend mit Wonder Woman. Das House of M begann mit einer Notfallsitzung, einberufen von Professor X und Dr. Strange, die jeweils die X-Men und die Avengers alarmierten. Beide waren nicht mehr in der Lage, die Kräfte der Scarlet Witch, also Wanda, zu kontrollieren und ihre zerbrochene Psyche irgendwie zu heilen oder zumindest unter Dach und Fach zu halten. Der eigentliche Plan sah vor, Wanda aufzusuchen und mit ihr zu sprechen, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Die letzte Lösung sah allerdings vor, sie zu töten, um zu verhindern, dass die Realität komplett von ihr zerrissen werden würde. Ihr Bruder Quicksilver bekam jedoch nur die Geschichte mit dem Töten mit, warnte Magneto vor diesen Plänen. Wie gesagt, lange Zeit galt er als Vater der beiden und die Avengers und X-Men konnten jedoch nicht verhindern. Als sie dann an Wandas Aufenthaltsort ankamen, begann sich bereits die Realität zu verändern. Die Helden verloren ihre Erinnerungen an ihre eigentliche wahre Realität. Im House of M waren Mutanten in der Überzahl und herrschten über die Menschen. Einzig Wolverine spürte, dass etwas anders an dieser Realität war, dass etwas falsch war. Nach und nach trommelte er weitere Verbündete zusammen und brachte sie auch dazu, sich wieder an ihr echtes Leben zu erinnern. Gemeinsam schafften sie es, Wanda zu stellen und sie dazu zu bringen, das House of M wieder rückgängig zu machen. Allerdings nicht ohne einen hohen Preis zu zahlen, denn Wandas Fähigkeiten hatten in ihrem Leben vor allem eins gebracht, Probleme und Einschränkungen. Und deshalb sprach sie, bevor sie die Ereignisse des House of M wieder rückgängig machte, die berühmten Worte No More
Mutants. 98% der Mutanten im Marvel-Universum verloren darauf ihre Kräfte. Auch wurden in der unmittelbaren Zeit nach House of M keine neuen Mutanten mehr geboren. Sie wurden dadurch prinzipiell zu einer gefährdeten Spezies. Die Welt drehte sich aber danach ansonsten ganz normal weiter. Doch die Geschichte von Wanda und Vision war an dieser Stelle auch noch nicht vorbei. Auch wenn sie beide jetzt kein Paar mehr waren. So erschuf sich Vision zum Beispiel eine eigene neue Familie. Seine neue Frau versah er dabei basierend auf den Gehirnströmen von Wanda. Und auch Wandas Kinder kehrten quasi zurück. Beide waren zwar die Kinder anderer Eltern, galten aber als Reinkarnationen von Wandas Zwillingen. So wurde Billy als Thomas Shepard wiedergeboren. Er war unter dem Namen Speed ein Mitglied der Young, beziehungsweise mittlerweile ist er auch bei den Secret Avengers. Wie man sich bei seinem Codenamen vielleicht schon denken kann, besaß er dieselben Kräfte wie Wandas Bruder Quicksilver und war einfach verdammt schnell. Billy wurde unter dem Namen Wiccan wiedergeboren und hatte dieselben Kräfte wie eben seine Mutter. Ganz egal, was uns nun in der Haupthandlung von WandaVision und dem ganzen MCU erwarten wird, können wir wohl davon ausgehen, dass es weniger durcheinander wird als in den Comics. Hoffentlich. Eine Einführung von Wonder Man ist zum Beispiel eher abwegig, aber ohnehin wird es spannend zu sehen, wie genau sich jetzt die Geschichte der beiden entwickelt. Denn im Gegensatz zur Comic-Storyline ist Vision im MCU ja bereits gestorben und wurde dabei übrigens komplett farblos. Was denkt ihr denn, wie sich die Beziehung zwischen Wanda und Vision abspielen wird? Freut ihr euch auf die Serie? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das war's an der Stelle jetzt auch mit mir. Ich gehe, jetzt für heute zumindest, und wir sehen uns dann im Recap am Montag spätestens wieder, wenn wir die neue Folge von WandaVision besprechen. Bis dahin, Renier hauen.